freue mich riesig, dass ich hier ein Live machen kann. Und zwar auch, weil es ja wirklich viele neue Mitglieder wieder gegeben hat in der letzten Zeit. Und auch aus diesem anderen Grund, dass ich ja jetzt mein Geldmagnet Mastermind bald abschließe. Wir haben jetzt 2 Wochen. Noch 2 Wochen in unserem Geldmagnet Mastermind. Und es war eine grandiose Zeit in dem Mastermind mit den wunderbaren Frauen. Und ja, das hat mich einfach so begeistert, dass ich gesagt habe, ja, also ich liebe meine 1-zu-1-Coachings, ich liebe meine privaten Coachings, aber was da, wenn man sich Zeit lässt und wenn man sich darauf einlässt, alles passieren kann in einem Gruppencoaching mit einer Riesengruppe von wunderbaren Frauen, dann ist es schon etwas ganz, ganz anderes an Energie, was hier entstehen kann. Und ich muss sagen, ich bin auch ziemlich stolz auf mich, dass ich das so durchgezogen habe, weil ja, das war nicht immer so. Ich habe ja mal angekündigt, ich spreche mal drüber, wo ich denn herkomme. Ja, theoretisch sollte ich ja eigentlich schon lange eine super erfolgreiche Frau sein. Alle Vorzeichen diesbezüglich habe ich mir ja schon gestellt. Ich habe Betriebswirtschaft studiert, habe mit Prädikat abgeschlossen. Und eins meiner Hammerglaubenssätze, von denen ich nicht mal wusste, war damals, oh mein Gott, ich will nie anfangen zu arbeiten. Ich mache alles, um es herauszuzögern, dass ich arbeiten muss. Das war schon für mich so ein riesengroßes Paradigma, das mich begleitet hat mein ganzes Leben lang, wo ich eine riesen Panik und Horror vorm Arbeiten hatte. Weil Arbeiten war schon immer irgendwie für mich damit besetzt, keinen Spaß zu haben, keine Freiheit zu haben, sich sozusagen zu verkaufen, seine Zeit zu verkaufen für andere Leute. Und das wollte ich nie. Und es hat eben auch dazu geführt, dass ich eigentlich eine ganz, ganz langjährige Studentin war. Ich habe also, nachdem ich eigentlich schon abgeschlossen hatte mit meinem Diplom in Betriebswirtschaft, habe ich angefangen zu promovieren. Eigentlich nur, weil es für mich der einzige Weg war, um nicht arbeiten zu müssen. Der einzige Weg, wo ich mir habe vorstellen können, dass ich weiter frei bin, weiter freier Herr meiner Zeit und dass ich mir ja, herausnehmen kann, wann und wie viel ich tue. Das war immer schon so mein höchstes Gut. Mein höchstes Gut war immer Freiheit. Und ein anderes krasses Paradigma war natürlich auch das, was ich auch geschrieben habe vor diesem Video, dieses Entweder-Oder und diesen Preis bezahlen. Und für mich war es immer so, wenn ich etwas tue, was mir Spaß macht, dann muss ich den Preis bezahlen, dass ich halt weniger Geld habe, dass ich weniger Ansehen habe, dass ich weniger erfolgreich bin. Das war für mich immer so der Preis für meine Freiheit. Und jetzt, nach all dem, was ich natürlich lernen durfte, dank meines Knockouts, dank meiner krassen Geschichte, die mich ins Bett gelegt hat und mir nicht mehr erlaubt hat, mich zu bewegen, durfte ich natürlich wahnsinnig viel lernen. Und unter anderem durfte ich lernen, wer wir wirklich sind, wer ich wirklich bin. Wer jetzt hier sitzt und spricht und irgendwie in die riesengroße Facebook-Welt hinausspricht, aber ja, wer ist denn da? Wer bin denn ich? Wer spricht hier? Wer ist an der anderen Seite? Wer bin ich denn in meinem Leben? Warum bin ich denn überhaupt hier? Und ja, im Prinzip war es ja schon immer so, dass ich ein Rebell war. Ich wollte nie die Dinge so haben, wie sie scheinbar gemacht werden müssen. Ich habe mich dann immer wieder irgendwo hingezwungen und habe versucht, nach Paradigmen und nach Vorgaben zu leben und mich anzupassen und eben nicht als Viereck durch ein rundes Loch zu stoßen und
es ging irgendwie nie. Ich habe mich immer fehl am Platz gefühlt. Ich dachte immer, es kann doch nicht sein, dass alles so schwer ist. Es kann doch nicht sein, dass man all diese Regeln befolgen muss. Warum und wieso ist man da nicht glücklich? Und all diese Fragen haben sich mir so lange aufgestellt. Und irgendwann mal habe ich halt resigniert und habe angefangen, eben auch Action zu machen und Materie zu Materie zu bewegen und versucht, meine Kraft auszuleben und auszuarbeiten und anfangen, noch mehr zu beeinflussen und noch mehr zu manipulieren, damit die Dinge endlich so funktionieren, wie ich das wollte. Und viele von euch wissen das ja, wo das endet. Das endet ganz klar in Stress. In wahnsinnigem Stress, in einer riesengroßen Überlastung. Du versuchst, alles irgendwo abzuscannen und wahrzunehmen und zu wissen, wann du wie wo einschreiten musst, damit du möglichst alles unter Kontrolle hast. Und wenn man nach solchen Vorgaben lebt, dann ist man unweigerlich permanent im Flucht- oder Kampfmodus. Du bist die ganze Zeit am Erledigen, am Machen, am Tun, am Funktionieren, am dich auspowern. Was bleibt auf der Strecke? So ziemlich alles. Die Freude bleibt auf der Strecke. Du weißt nicht mal mehr, wofür du Spaß hast. Du weißt nicht mal mehr, was du eigentlich tun würdest, wenn du nicht so viel tun müsstest. Und dann fällt dir mal irgendwann noch ein, was du gerne tun müsstest. Und das musst du dann auch noch irgendwie in deinen riesen vollgepackten Plan reinpressen. Und bis du das reingepresst hast, stehst du da und sagst, boah, hab ja gar keine Lust. Und so geht es mit allem. Irgendwann mal bleibt die Gesundheit auf der Strecke, weil du keine Zeit mehr hast, um dich zu kümmern, überhaupt um dich zu sorgen. Irgendwann mal bist du eine Maschine. Du bist gefangen in Vorgaben, in Paradigmen und du stehst auch da, ja, ich muss ja Geld verdienen. Aber Nummer eins, ich muss ja Geld verdienen. Wie soll ich es denn machen, wenn ich kein Geld verdiene? Und dann gehen halt alle Schotten dicht und du bist nur noch auf Funktion programmiert. Und das machst du halt so lange, bis dein Körper entweder den Geist aufkippt, du gehst in Burnout oder sonstige schlimmere Krankheiten, weil du einfach nicht mehr präsent bist, weil du überhaupt nicht mehr für dich da bist, weil du gar nicht mehr weißt, wer du wirklich bist, wozu du hier bist. Du hast so einen eingeschränkten Blickwinkel und bist eigentlich nur noch am Funktionieren und am Abarbeiten. Und dann, vielleicht glaubst du dann auch noch, ja, wenn das Leben dann irgendwie mal ruhiger wird, wenn die Kinder aus dem Haus sind und so weiter und so fort. Du lebst also total in der Zukunft und hoffst, dass es besser wird, aber gleichzeitig schleppst du deine ganze Vergangenheit mit auf deinem Buckel und ja, was ist dann mit dem Leben? Dann hast du ein paar Highlights, vielleicht ein paar Urlaube, du hast ein paar Partys oder sonstige nette Abendessen mit Freunden und dann bist du schon wieder im Trott gefangen. Genau. Und irgendwann mal sagt das Leben, jetzt ist zu Ende, jetzt ist Schluss. Und dann sitzt du da in deinem riesengroßen Gefängnis und weiß nicht mal, dass du im Gefängnis sitzt, weil alle anderen, wir leben ja genauso. Und du denkst, es ist normal. Du denkst, man lebt so und du müsstest es ja noch besser machen. Du müsst halt dich noch mehr anstrengen. Du musst dich halt noch mehr anpassen. Du musst vielleicht noch mehr Ausbildung machen. Du musst vielleicht noch mehr Überstunden machen. Und summa summarum läufst du unter der Vorstellung, dass irgendwas nicht in Ordnung ist mit dir, dass du besser sein musst, dass du größer sein musst, dass du grandioser sein musst und dass es einfach nicht reicht, was du hast und was du mitbringst, um frei von Sorge, frei von gesundheitlichen Problemen, frei von Kummer, frei von Traurigkeit, frei von Stress, frei von Angst zu leben. Und du stellst dir permanent die Frage, was kann ich noch tun? Was muss ich noch tun? Und das ist so ein Ansatz, da kannst du nicht gewinnen. Du kannst so nicht gewinnen. Du hast nicht genügend Ressourcen zur Verfügung,
wenn du nicht wirklich herausfindest, was du bist, außer diesem Fleisch, diesem Körper, der versucht, im Außen zurechtzukommen und Anforderungen zu erfüllen und möglichst irgendwann mal so gut und gut genug zu sein, dass das Leben leichter wird. Und irgendwann mal verstehst du, dass es so nicht geht und du weißt aber nicht, wie es sonst geht. Und dann hörst du dir ganz, ganz viele Sachen an und fängst auch an, die Arbeit von Dr. Joe Dispenza zu machen, die eine grandiose Arbeit ist. Aber dennoch lebst du in deiner Welt, dennoch bist du in deinem Umfeld gefangen. Und um da rauszukommen, braucht es einfach einen totalen Shift, eine komplette Veränderung. Das weißt du von deiner ganzen Persönlichkeit. Du darfst dir erlauben, jemand anders zu werden. Nur, wer bist du denn sonst? Wenn du nicht die oder der bist, der du jetzt bist, wer bist du denn sonst? Ja, das ist die große Frage. Und wenn du dann herausfindest, dass du mehr bist als dieses Fleisch, sondern dass du wirklich Seele bist und dass du ein inneres Wesen hast, dass du eine Schöpferkraft hast, die in dir wohnt, dann hast du einen kleinen Verdacht, dass da mehr ist. Und dann suchst du das und dann meditierst du und dann hörst du dir Podcasts an, dann liest du Bücher und dann überlegst du dir, wie passt denn ich in die ganze Sache? Dann bist du vielleicht irgendwie krank geworden und denkst, oh mein Gott, wie kann ich gesund werden? Und du bist permanent irgendwie auf der Suche nach Lösungen, nach einem Lösungsansatz. Du bist auf der Suche nach dem, was du anders, was du mehr machen solltest und was du besser machen solltest. Und ich kann dir nur sagen, aus meiner eigenen Erfahrung mir gegenüber und natürlich mit den vielen Coachings, die ich bis jetzt machen durfte, ist es genau ein Punkt, wo die Problematik anfängt. Weil du bist komplett der Überzeugung, dass irgendwie etwas anders gemacht werden muss, aber dass du auf jeden Fall etwas machen musst. Und was auch immer, du vergisst dabei deinen Seinszustand. Du vergisst dabei, wer du wirklich bist, dass es eigentlich darum geht, herauszufinden, wer bin ich wirklich? Was kann ich machen mit meinem Verstand? Dann weißt du, dass deine Gedanken deine Realität kreieren. Das weißt du alles. Aber es stellt sich immer wieder diese riesengroße Frage, wie soll das gehen? Weil du immer noch nicht glauben kannst, dass alles, was du bis jetzt gelernt hast, was du gesehen hast und was du erfahren hast, so nicht sein muss. Weil du immer noch nicht glauben kannst, dass diese Realität, die du jetzt siehst, in der du lebst, von dir erschaffen worden ist. Jede einzelne Situation, jeder einzelne Umstand, jede einzelne Begegnung, all das kreieren wir aus uns heraus. Und das ist natürlich einerseits eine tolle Erleichterung, weil du kannst alles beeinflussen, alles, was du sehen willst, was du leben willst, was du erfahren willst. Das ist so. Aber gleichzeitig hast du auch eine riesengroße Verantwortung, weil du kannst nicht mehr sagen, ja, du bist schuld oder weil ich dort aufgewachsen bin oder meine Eltern sind schuld oder ich habe zu wenig Ausbildungsmöglichkeiten gehabt oder ich habe zu wenig Unterstützung gehabt und so weiter. Was wir denn nicht alles für Erklärungen dafür haben, dass das Leben, das wir leben, oder dass unser Zustand, in dem wir uns befinden, sei es gesundheitlich, sei es irgendwo gesellschaftlich, sei es auch körperlich, sei es vom Aussehen her, tatsächlich irgendetwas damit zu tun hat, was im Außen ist, was im Außen war
oder was im Außen sein wird möglicherweise. Und wenn ich dir jetzt sage, dass es nicht stimmt, wenn ich dir jetzt sage, dass alles aus dir herauskommt, weil vielleicht schaust du mir jetzt zu, aber wo bin ich denn in deinem Leben, wenn du nicht mehr da bist? Wo ist denn überhaupt dein ganzes Leben, wenn du nicht mehr da bist? Dein ganzes Leben ist eine Projektion aus dir heraus. Alles wird von dir bewertet, wird von dir eingeordnet. Jede einzelne Entscheidung, wie du reagierst, was du drüber denkst, wie du dann im Anschluss danach handelst, das ist alles deine eigene Sache. Damit hat niemand anders irgendetwas zu tun. Und diese Verantwortung zu übernehmen, das ist der erste Schritt. Und dann herauszufinden, gut, was bedeutet das für mich? Und für viele ist dann eben hier so wie das Ende, weil sie aus dem Jetzt und aus dem Hier heraus diese Zukunftsperspektive irgendwie so ganz weit sehen, aber sich damit überhaupt nicht verbinden können, weil man irgendwo das Gefühl hat, ich bin ja nicht die, die sowas haben kann, ich bin ja nicht die, die so leben kann, ich brauche ja noch das und das und das und das, fehlt mir ja alles, habe ich nicht, also kann ich nicht. Und der erste Punkt ist eben, dass du dir diese Sicht frei machst, dass du dir ermöglichst, in die Zukunft zu schauen. Und jetzt zeige ich dir hier einen Ansatz, und zwar das Lebenskonzept. Da ist wieder meine Analytikerin am Werk gewesen. Und zwar, so, ab aktueller Folie, genau. Und zwar habe ich hier eigentlich das Essentielle, worum es geht, was es zu erarbeiten gilt, was es umzusetzen gilt, mal herausgearbeitet. Denn du brauchst ein ganz neues Weltbild. Du musst verstehen, wie die Welt funktioniert aus energetischer Sicht. Du darfst diese Newtonsche Weltsicht verlassen und in die Quantenphysik eintreten. Und wenn du dich ein bisschen schon mit Quantenphysik und Dr. Joby Spencers Arbeit, Greg Bradens Arbeit, Bruce Liptons Arbeit beschäftigt hast und natürlich noch ganz viele andere mehr, dann weißt du, dass wir in einem energetischen Universum leben und dass eigentlich alles nur Frequenz ist. Auch unser Körper ist Materie bestehend aus Energie, die auf einer gewissen Frequenzebene schwebt, schwingt. So, und mit dieser Weltsicht verändert sich alles. Und zwar auch dein ganzes Weltbild. Deine ganze Vision dessen, was möglich ist. Dein Was und auch dein Warum. Warum du hier angetreten bist. Was deine Aufgabe ist. Und ich glaube ganz, ganz klar, dass es keinen großen Unterschied gibt zwischen der Mission von dir, von mir oder von sonst irgendjemanden. Weil wir haben alle die klare Aufgabe hier und wir spüren die auch ganz tief in uns, eben das nicht mehr zu glauben und zu leben, was wir per se gelernt haben, während wir aufgewachsen sind, sondern eben diese Perspektive, unsere Perspektive neu anzusetzen und hier in der Unendlichkeit aller Möglichkeiten für uns und für das ganze Universum zu leben. Und diese Mission, dass das eigentlich der neue Lebensstil ist, dass eigentlich das Wissen, dass wir nicht beschränkt sind, dass wir nicht eingeschränkt sind, dass wir uns für nichts irgendwo zur Verfügung stellen wollen, was für uns nicht stimmt, was für unser Innerstes nicht stimmt, was für das, was eigentlich auf der Frequenz der Liebe schwingt in uns, dass wir diese Mission erfüllen dürfen und hier die Schwingung mit erhöhen in unserem kollektiven Bewusstsein durch unser einzigartiges Sein.
Und das ist aus meiner Sicht für jeden, der hier ist, der hier angetreten ist und mehr wissen will und mehr leben will, ein Kern der Mission. Ein kollektives Bewusstsein mit zu erschaffen, das in Liebe, Dankbarkeit, Freude und Passion, Hingabe fürs Leben, Begeisterung fürs Leben schwingt. Und dass wir hier einen Lebensraum eröffnen, der allen Leuten sagt, egal wo sie gerade stehen, dass sie alles verändern können. Auch ihre Gesundheit. Und dass es nicht Krankheiten gibt, die sind heilbar und andere, die sind nicht heilbar. Das macht einfach keinen Sinn. Entweder ist dieses ein Körper, der sich erneuert und der heilt, oder ist es halt nicht. Aber es kann nicht sein, dass ein kleiner Schnitt im Finger heilen kann und zig andere Krankheiten nicht heilbar sind. Das glaube ich einfach nicht. Aber ich glaube, dass wir eben durch unsere Weltsicht, durch unsere Konditionierung und durch unsere Einsichten dem Ganzen eben im Weg stehen. Und aus diesen Konditionierungen ergeben sich natürlich auch unsere Lebensgrundsätze und unsere Standards, nach denen wir leben. Ja, das geht nicht, oder? Was der Arzt sagt, ist immer richtig. Das sind Lebensgrundsätze und Standards, die du für dich mitnehmen kannst oder auch ablehnen kannst und umschreiben kannst. Und das ist so individuell für jeden. Aber es geht doch darum, dass du Lebensgrundsätze und Standards für dich findest und festlegst, die dich dahin begleiten, wo du sein möchtest mit dir, deiner Persönlichkeit und deinem ganzen Leben. Ja, und jetzt kommen wir zu dieser blauen Linie. Und das sind die Sachen, die uns weitgehend davon abhalten, in dieses Potenzial der unbegrenzten Möglichkeiten einzutreten. Und zum einen ist es natürlich unser Umfeld. Wenn wir uns darin reflektieren, was wir im Hier und Jetzt sehen, was wir erleben, was unsere Familie denkt, was unsere Bezugspersonen, wovon sie überzeugt sind, nach welchen Lebensgrundsätzen und Standards sie leben, wenn wir das ungefiltert übernehmen, dann ist es unsere Einschränkung. Natürlich unsere Konditionierungen und unsere Herkunft, unsere inneren Programmierungen, die ganz fest in unserem Unterbewusstsein verankert sind und die uns dort halten, wo wir sind, die so einen ganz, ganz festen Griff haben und eigentlich nicht wollen, dass wir ins Unbekannte rausgehen und uns aus der Sicht Angst machen und Panik machen, weil das natürlich eine riesengroße Kluft eröffnet. Und wenn wir sagen, nein, wir gehen nicht danach, wir wollen etwas anderes. Und daraus ergeben sich natürlich auch die Glaubensgrundsätze und Überzeugungen, nach denen wir leben, was wir glauben, was möglich ist, was wir glauben, was wir dürfen, was wir überhaupt glauben, was wir überhaupt denken dürfen. Und da sehen wir schon wieder die Einschränkung. Wir sind so limitiert in der Sicht unserer Vision, solange wir hier diese blaue Linie noch als Referenzpunkt nehmen, unsere Stories, unsere Erinnerungen. Wenn wir glauben, dass alles, was wir mal gewusst haben oder gelernt haben, an Wahrheit trägt und uns eben deswegen nicht vorwärts lassen können über unsere vergangene Identität, Verhalten und Bräuche, wie Dinge gemacht gehören, wie ich mich nett und anständig jemandem gegenüber verhalten muss, wenn ich eigentlich am liebsten gar nichts mit dieser Person zu tun haben muss. Da gibt es ganz, ganz andere Muster, wie ich mit anderen umgehe, wie ich mit mir selber umgehe. Das steht alles in dieser blauen Linie überhaupt nicht drin. Und solange ich das nicht bereinigt habe, habe ich keine Möglichkeit, eine klare Vision meiner gewünschten Zukunft zu haben, weil ich immer noch diese Vorstellungen, diese Glaubenssätze, Konditionierungen, Überzeugungen habe, die mir nicht mal erlauben, dass ich die und jene Persönlichkeit sein könnte mit dieser und jenen Zukunft. Weil ich immer wieder diese Begrenzungen sozusagen herunterlade aus diesen blauen Kästchen. Und erst wenn das für mich keine Themen mehr sind, wenn ich die ganzen energetischen Ladungen aus all diesen Themen hier rausgenommen habe, was heißt alle, aber wenn ich da frei gemacht habe,
dann erkenne ich, was denn noch alles möglich ist, was mich denn noch alles begeistern würde, was mir denn alles noch Freude machen würde, was denn vielleicht in mir schon immer wohnt, was noch nie raus durfte, weil man so nicht ist. Und aus meiner Sicht helfen alle Meditationen ganz, ganz wunderbar, herauszufinden, was da in uns noch wohnt, mit all dem okay zu werden, was in uns noch wohnt. Aber wenn wir dann jedes Mal rausgehen und uns wieder reflektieren in all diesen Geschichten hier aus dieser blauen Linie, dann kommen wir so wie einfach nicht vorwärts oder total langsam vorwärts. Und dann hat das Ganze natürlich noch mit Selbstbild und Selbstwert und auch Selbstpflege, Selbstfürsorge zu tun. Was erlaube ich mir denn von mir zu denken? Wie viel Wert gebe ich denn überhaupt meinem Sein? Wie viel Wert gebe ich denn meinen Talenten? Wie viel Wert gebe ich meiner Begeisterung? Wie viel Wert gebe ich hier meiner Vision, meiner Vision? All das wird grundsätzlich durch all diese Punkte in dieser blauen Linie eingeschränkt. Und dann halte ich mich klein. Weil ich war ja schon immer die, die das nicht konnte. Ich war schon immer ein Tollpatsch oder was auch immer. Und dann erkenne ich auch nicht, was für ein wahres Potenzial und was für Talente in mir schlummern, die mich wirklich großartig und glücklich machen könnten. Aber ich gucke da gar nicht hin, weil all diese Punkte in dieser blauen Linie es mir unmöglich machen. Und dann gehe ich auch dementsprechend mit meinen Fehlern und meinen Niederlagen um. Meine Fehler, meine Niederlagen, das können K.O.-Kriterien sein und die können mich einfach wieder auf meinen Platz zurückverweisen. Oder meine Fehler und meine Niederlagen können die Absprungrampe in die Zukunft sein. Das kann ich entscheiden. Anhand dessen, was sind meine neuen Lebensgrundsätze und meine neuen Standards. Und dann geht es auch wirklich darum, wer bin ich denn wirklich in diesem Universum? Wie bin ich denn? Wer bin ich denn als Schöpfer? Woraus kommt denn diese wahre Schöpferkraft in mir? Wie passiert Schöpfung aus meinem Denken und aus meinem Fühlen und aus meinem Handeln? Was kann ich daraus kreieren? Wie kann ich dieses Leiten freileiten anhand meiner Vision, meiner Mission, meiner Lebensgrundsätze und Standards und nicht anhand meiner Vergangenheit, meinem Umfeld und so weiter? Das ist so wichtig zu erkennen und auch zu erkennen, was sind denn die anderen in meinem Spiel des Lebens? Wofür sind denn die anderen dienlich? Sind die anderen wirklich Stolpersteine oder sind die anderen etwas, was ich unbedingt brauche, die ich formen muss, dass sie hinter mir stehen? Was für eine Ansicht habe ich über die anderen Menschen in meinem Leben? Was für eine Beziehung habe ich dazu? Und wie stehe ich zu mir und zu meiner Einzigartigkeit? Bin ich okay mit meiner Einzigartigkeit? Möchte ich die feiern? Möchte ich die lieben? Oder möchte ich lieber in der Masse versinken? Das sind alles so Fragen, die ganz klar für dich beantwortet gehören. Und zwar nur für dich individuell, dass du für dich deinen Orientierungsrahmen hast, dass du für dich weißt, woran hangelst du dich entlang in deine Zukunft? Und dass du für dich ganz klar entscheidest, lasse ich mich tatsächlich, wie Dr. Joe Dispenza in seinen Meditationen auch immer sagt, von meiner klaren Vision in die Zukunft ziehen? Oder lasse ich mich von meiner Vergangenheit weiterhin in den Arsch treten und sowas von vorwärts prügeln? Was will ich? Wie will ich es haben? Will ich es leicht haben? Will ich es schön haben? Will ich es kuschelig haben? Oder muss mich das Schicksal, mein innerstes Wesen, meine Seele, muss die mich vorwärts prügeln? Mich hat sie vorwärts geprügelt. Und zwar in einem absoluten Exodus, bis ich keine andere Wahl hatte, als mich komplett umzuorientieren, komplett neu zu erfinden, weil ich mir eingestanden habe, dass ich diese Persönlichkeit, die ich dachte, die man mir übergestülpt hat, dass es sich mit der Scheiße anfühlt und bis ich mir die Erlaubnis geben konnte, eine andere Persönlichkeit zu sein. Und zwar diese, die absolut in Abstimmung mit meiner Seele, mit meinem innersten Wesen, mit meinem Herzen steht. Das
hat mir das Leben gerettet und es hat mir auch erlaubt, in die Zukunft zu schauen und mir erlaubt, meine Talente und meine Potenziale und das, was wofür ich wirklich brenne, umzusetzen und zu leben und zu wissen, dass ich gut genug dazu bin. Das ist ja auch immer so ein großes Thema. Und wenn du das für dich klar hast, diesen Orientierungsrahmen, dann kannst du dir Ziel setzen für deinen Lebensbereich schön nach Bob Proctor A oder B. Nein, wir brauchen C-Ziele. Ziele, von denen wir nicht wissen, wie wir sie erreichen können. Aber wenn ich keine Vision von dieser Zukunft habe, wo ich nicht mal weiß, wie ich denken, fühlen möchte, was mein Lifestyle sein will, da kann ich auch gar keine C-Ziele ableiten. Das ist manchmal so, so schwierig, oder? Du sagst, ich will einen Ferrari. Aber das ist so, du kannst dich auf gar keine Art und Weise irgendwo damit verbinden, dass du jemand bist, der vielleicht mal einen Ferrari fährt. Und das führt eben auch dazu, dass du erstmal wissen musst, warum will ich einen Ferrari? Wie denke ich denn über einen Ferrari? Wie denke ich über mich mit einem Ferrari zum Beispiel? Wie denke ich über die anderen Leute, wie sie mich ansehen? Wie fühle ich mich dabei? Und wie handle ich? Oder da kannst du jetzt nach zig Paradigmen handeln und kannst sagen, oh, nein, Ferrari will ich nicht, oder? Alles, wie die Leute mich sehen und so weiter und so fort, all diese ganzen schönen Vorurteile, die stellst dir ab, obwohl du vielleicht jemand wärst, der total gerne ein Ferrari hätte. Why not, sag ich. Wirklich. Das brauche ich nicht. Das kennt ihr alle, oder? Und dann, wenn du das alles für dich klar hast, dann gehst du für dich, für deine Entwicklung. Dann stehst du da für deine Family, für dein Business, für deinen Job als ganz neue Persönlichkeit mit einer ganz neuen Vision, mit einer klaren Mission für dein ganzes Leben, für deine Beziehungen, für deine Partnerschaft. Und dann hast du hier dein Lebenskonzept für dich gestaltet. Und das ist natürlich ein Job. Und das ist nicht so unglaublich einfach, sich da dran zu machen und eben die Richtung dabei nicht zu verlieren, oder? Und dabei wirklich klar immer wieder dazu zurückzukommen, wie funktioniert das Leben für mich? Wie will ich es leben? Dann, wenn du diese klare Vision deiner Zukunft hast, was leitest du darauf ab? Was bedeutet es für dich? Eben, wie ich das gesagt habe, in diesem Lebenskonzept. Und natürlich ist dann Geld ein großer Faktor dahinter. Wie siehst du Geld? Ich habe jetzt diesen Geldmagnetkurs, wie ich vorher schon erzählt hatte, fast fertig. Und es ist so unglaublich wichtig, dass wir anerkennen, was Geld denn für uns ist. Dass wir uns klarkommen, dass Geld im Prinzip eine logische Konsequenz davon ist, wenn du herausgefunden hast, wer du wirklich bist, dass es hier keine Bedingungen gibt für Geld, für Gesundheit, für Freiheit. Es ist so, so viel, was wir da abkratzen dürfen von uns. Dass wir uns in die Bereitschaft begeben, einfach zu sagen, ich brauche nichts von dem, was ich in der Vergangenheit hatte, weil alles, was ich für mein neues Ich, für meine neue Zukunft brauche, das kriege ich im Hier und im Jetzt. Ich bin 0,0 im Mangel. Ich muss an nichts festhalten. Ich muss nichts mitnehmen. Ich kann neu anfangen. Ich kann neu geboren sein. Ich kann bestimmen, wer ich sein will, nach welchen Regeln dieses Lebens ich lebe. Und alle, wir alle, ob wir es zugeben oder nicht, es geht uns nur um eins. Wir wollen Liebe leben. Und zwar bedingungslos. Und wir kriegen das nicht hin mit diesem ganzen Mindset, das wir haben. Und der ist nicht lieb zu mir und dem darf ich das nicht gönnen und so weiter und der und bla. Und diesen ganzen Mindfuck, den gilt's zu erkennen, zu beobachten, zu wissen, dass es nichts mit uns zu tun hat. Und dann wiederum zu entscheiden, was ich stattdessen glauben möchte und wer ich stattdessen sein möchte. Und das permanent und jeden Moment. Und wenn ich diesen Weg gehe,
dann muss ich bereit sein, tatsächlich das Alte, mein altes Ich, einfach hinter mir zu lassen. Nicht festzuhalten. Keine Angst zu haben vor Verlust. Weil ich weiß nicht, was würde ich gewinnen, wenn ich das Alte loslasse? Was für ein Gewinn versage ich mir, weil ich denke, lieber, wer ist so schön, die Katze aus dem Dach, im Sack als den Spatz auf dem Dach. Aber ich sag dir, lieber den Spatz auf dem Dach. Weil wenn ich weiß, wie das Leben funktioniert, wenn ich weiß, wer ich wirklich bin, dann weiß ich, dass dieser Spatz von mir kreiert ist und erschaffen worden ist. Dass ich nichts halten muss, dass ich nichts festhalten muss, dass ich nichts in die Zukunft bringen muss und tragen muss und mitschleppen muss, sondern dass ich mich jeden Moment als neues, frisch erfundenes Wesen fühlen darf und dass ich aus dem Vollen schöpfen darf. Und aus meiner Sicht ist es das Einzige, was wirklich wichtig ist, herauszufinden, wer du wirklich bist, dann wirst du gesund und dann wirst du frei und finanziell unabhängig. Weil es liegt an nichts und an niemandem, außer an dir selber. Und ich rate dir, warte nicht so lange, bis es dir richtig, richtig wehtut. Es lohnt sich überhaupt nicht. Es lohnt sich auch nicht, irgendwie 1000 Monate, Jahre noch zu verplempern mit einem Zustand, in dem du dich nicht wohlfühlst. Jeder Tag, an dem du dich nicht wohlfühlst, ist ein verlorener Tag. Und es liegt in deiner Hand, jeden Tag, jeden Moment zum Großartigsten zu machen, das du tun kannst. Aber das braucht Training. Das braucht Training deiner Gedanken. Es braucht Training für dein Unterbewusstsein. Es braucht ein Training, dass da neue Informationen sich verankern dürfen. Dass du nach neuen Programmen handeln darfst. Dass du nach neuen Perspektiven suchen darfst. Und zwar jeden Moment. Und es ist so, so wichtig, denke ich, für mich, das ist die allerwichtigste Ausbildung, die du dir selber geben kannst, dass du deine Freiheit suchst, dass du schaust, was ist da noch da für mich im Leben? Und es ist für jeden Einzelnen. Und ich traue mich wirklich zu sagen, egal wo du lebst, egal wie du im Moment lebst, du hast so viele Ressourcen, so viele Talente in dir und du hast als Schöpfer all diese Möglichkeiten, wenn du diese blaue Linie bearbeitest und dir die Erlaubnis geben kannst, dass du keine Erlaubnis mehr brauchst, um in deine Großartigkeit zu gehen, dass es dir absolut egal sein kann, was die anderen über dich denken, dass es dir absolut egal sein kann, ob das jetzt eine gute Idee ist, solange es sich für dich gut anfühlt und solange du dich wohlfühlst. Und solange du aus diesem Konzept heraus denkst und handelst, aus dem Herzen heraus, bist du nie falsch und du bist auch nie verkehrt. Und die vielleicht jetzt hier zuhören und schon mehr mit Dr. Joe Dispenza gearbeitet haben, ist euch mal bewusst, dass genau das ist, was er immer mit dem 146, oder das sind die Energiezentren. Und das erste Zentrum ist Passion, deine Passion fürs Leben. Und wie überdeckt ist diese Energie? Wir setzen die frei in diesen Meditationen, die wir haben. Aber wenn du dann nachher durchs Leben läufst und dir keine Begeisterung, keine Passion, keine Liebe fürs Leben erlaubst, weil der vielleicht das denken könnte, weil hier ein Angriff lauert, weil du da Angst haben musst und so weiter und so fort. Du kannst so viel meditieren, du wirst so langsam vorwärts kommen. 4 ist das Herz. Das Herz ist das, was uns erschaffen hat, was uns hier am Leben hält, was nichts damit zu tun hat, dass wir irgendwelche Kontrolle oder Manipulation ausüben. Was jedoch beeinflusst werden kann durch unser Denken. Wie wir denken, beeinflusst unseren ganzen lebenden Organismus.
was wir für Lebenskonzepte und Grundvorstellungen vom Leben haben, beeinflusst hier 4. Und 6, das ist unser kreatives Zentrum. Das ist die Anbindung zur Schöpfung. Und hier das Ganze ins Hier und Jetzt zu bringen, aus der Meditation rauszubringen. Ich meine, klar kannst du deine ganze Freiheit in Meditation verbringen, aber es geht darum, dass du Schritt für Schritt all das, was du dort lernst, weißt und erfährst, umsetzt. Hier in diesem Leben, im Hier und im Jetzt und in jedem Moment. Und darum geht es mir und darum geht es mir auch in meinem neuen Programm, über das ich auch noch kurz reden möchte. Es ist eigentlich so ein gedichtetes, geballtes Programm, das zum Ziel hat, dass du nach 3 Monaten wirklich dastehst und sagst, ich weiß nicht mehr, wer diese Person ist, die vor 3 Monaten angetreten ist für dieses Programm. Und es ist nicht nur ein Mastermind, sondern es ist auch eine Akademie, also im Sinne von einer Ausbildung. Und ich nenne es jetzt einfach mal I Rock My World Academy und Mastermind, weil es geht um alle Facetten, die dich dazu befähigen, deine Welt zu rocken. Alles, was da draußen ist, in deinem Sinne, aus deinem Herzen, aus deiner tiefsten Begeisterung, aus deiner Liebe, aus deiner Anbindung mit deiner Seele, mit deinem wahren Sein. Und was du dazu brauchst, das ist in erster Linie wirklich mal ein klares Verständnis dieses Lebenskonzepts. Das muss für dich felsenfest genagelt sein, dass du nicht mehr in diese alten Programmierungen läufst. Und deswegen gibt's in diesem Programm als allererstes eine Anwendung von Instant Change. Das kannst du mal googeln. Ich habe das auch bekommen, die Anwendung. Ich gehe jetzt die Ausbildung dort machen nächste Woche. Und das ist ein riesencooles Tool, das wirklich auf kompletter energetischer Ebene deine alten Programmierungen sowie automatisch umprogrammiert. Und das funktioniert. Ich habe auch gedacht, so einfach kann es nicht sein. Aber auch das, wenn du nachher wieder in deinen alten Stiefel zurückgehst, dann ist die Wirkung sofort wieder weg, sozusagen. Weil du dann wieder dein altes Sein überprogrammierst. Aber als Startschuss, diese Instant Change Anwendung, ist sensationell. Und danach bekommst du insgesamt 24 Coaching Calls. 2 pro Woche in der Facebook-Gruppe mit deinen Mitstreiterinnen. Und ich sage jetzt mal Mitstreiterinnen. Ich will per se die Männer nicht ausschließen, aber es ist mir ein absolutes Anliegen, wirklich hier intim unter Frauen zu arbeiten, weil das gibt uns den geschützten Raum, um uns zu öffnen und um die Sachen anzuschauen, die endlich ans Licht kommen wollen. Und es wird so sein, es gibt einen Coaching-Call in der Woche und dann gibt's einen Fragen- und Antworten-Call. Und da geht es wirklich darum, in die Umsetzung zu kommen, also wirklich in das klare Wie. Also der erste Coaching-Call in der Woche, das ist immer so, ja, das Verständnis schaffen, das Bewusstsein schaffen, zu sehen, was ist denn hier und was gilt es zu verstehen, welche Paradigmen und Glaubenssätze geht es aufzulösen, respektive auflösen geht gar nicht. Es geht nur umkehren, weil Energie bleibt immer Energie. Du kannst sie nur anders polen. Und das ist das, was du machst, wenn du einen Glaubenssatz zum Beispiel sozusagen umdrehst oder du gibst ihn eine andere Polarität. Das ist so banal wie, ich finde jetzt meine Nase hässlich. Und warum, keine Ahnung, klein, bla bla bla, kann ich umdrehen und sage, ich finde grundsätzlich kleine Nasen schön und deswegen habe ich eine schöne Nase. Also nur mal als banales Beispiel. Und im zweiten Call in der Woche geht es wirklich darum, klare Schritte abzuleiten, Entscheidungen zu treffen, nach diesen Entscheidungen auch zu handeln, Tools zu finden, zur Entscheidungsfindung und zur Umsetzung, Anleitungen zu bekommen
Und hier geht es wirklich auch darum, praktikable Vorschläge zu kriegen und zu sagen, okay, mach das jetzt einfach mal. Versuch es zu tun, dieser und jener logische nächste Schritt. Du lernst, wie du den nächsten logischen Schritt ableiten lernst. Du lernst zu wissen, dass alle Antworten da sind in dir. Du lernst, dich auf dich selber zu verlassen. Du lernst, ganz klar und unbeeinflussbar zu sein und damit ganz klar auf dein Ziel loszugehen. Und ich meine, 2 Coaching-Calls in der Woche, das ist wirklich Akademie, das ist wirklich Arbeiten. Und deswegen ist es halt echt nur für die, die sagen, ja, ich habe jetzt lang genug rumgemacht, ich komme nicht vorwärts, ich möchte insbesondere auch meine berufliche Situation verändern. Ich bin bereit, alles zu verändern, was ich verändern muss, damit ich selbst sein kann, ich meine wahre Größe leben kann, meine Passion, meine Mission und tatsächlich einen Lebensstil haben kann, mir ermögliche, nicht nur finanziell, sondern auch in der Freiheit, in Beziehungen mit anderen, in Beziehungen mit Partnerschaft und Familie, der für mich richtig ist und nur für mich. Es ist mir egal, was die anderen denken. Und dann kommt eben noch dazu weitere 1:1 Coachings für dich persönlich, für deine klare Vision, für deine nächsten Schritte. Und dann habe ich noch ein super tolles Nugget, und zwar eine sensationelle Energiearbeit mit einer ehemaligen Coaching-Klientin von mir, die ihre Stärke und ihre Kraft gefunden hat und ihre Mission und so, so, so großartig sich da rausgeschält hat aus diesen ganzen Begrenzungen. Und auch ich selber durfte eine Session bei ihr haben und es ist einfach absolut gigantisch und das möchte ich euch auch mit reinpacken. Und wie gesagt, am Schluss hast du dein Lebenskonzept, du hast ganz klare Vorstellungen von deiner Zukunft. Du hast keine Beschränkungen mehr, keine beurteilenden Glaubenssätze mehr, die dich davon abhalten, einfach dieses Traumleben, warum soll es irgendjemanden geben, der kein Traumleben hat? Aber es braucht einfach alles. Es braucht Denken, Fühlen und Handeln und das vor einem ganz klaren Orientierungsrahmen, der dich in deine Zukunft anzieht und begleitet und dass du möglichst wenig Umwege machst. Deswegen ist es so grandios, wenn du in einem Mastermind dabei bist und einerseits dich auch austauschen kannst mit anderen, klar, roh, offen dich präsentieren kannst und so in deine wahre Kraft und in deine wahre Energie kommen kannst. Genau. Und ich sehe jetzt halt überhaupt keine Fragen und ich sehe auch überhaupt keine Kommentare und mal schauen, ob ich es hier noch irgendwie hinkriege auf dem Handy, dass ich irgendwas sehe, ob ihr da was gepostet habt. Ansonsten könnt ihr das ja auch nach dem Live nochmal, ja, ich sehe gar nichts, weiß jetzt auch nicht. 2 Kommentare hier. Ja, super. Also, habt ihr sonst noch Fragen? Ich sehe jetzt gerade was. Ich sehe, dass ein paar Leute zuschauen. Ja, wenn da nichts geschrieben ist im Moment, dann könnt ihr auf jeden Fall auch nachher noch unter dieses Video eure Fragen stellen. Ich komme jetzt kurz zum Schluss. Ich werde alles, was ich jetzt hier reingepackt habe, in dieses Rock My World, in diese Rock My World Akademie und Mastermind werde ich aufschreiben auf meine Homepage, habe ich jetzt noch nicht geschafft, was da alles drin ist, was es beinhaltet für die 12 Wochen. Also wie gesagt, es ist tatsächlich nur für Leute, die sagen, ja, jetzt, jetzt, jetzt unbedingt. Und vor allem fängt es am 1. Dezember an, das ist auch ganz, ganz wichtig. Die, die schon bei mir im Coaching waren, ein Programm gemacht haben und sagen, wow, da würde ich gerne mitfahren, dass ich nochmal weiterkomme, fragt mich an.
Auf jeden Fall. Da kriegen wir besondere Konditionen für euch hin. Für die, die jetzt neu einsteigen und sagen, ja, ich wollte schon immer mal ein Coaching bei der Patricia machen. Diese 3 Monate, die sind nicht ganz billig, weil sie sind intensiv. Und weil sie sind eine Ausbildung. Es sind tatsächlich eine Ausbildung für dich, wo ich dir auch mein ganzes Wissen, wenn du selbstständig sein möchtest, wenn du in die Selbstständigkeit reingehen möchtest oder wenn du deine Karriere in deinem Job verändern möchtest, dann kriegst du da mein geballtes Wissen auch als Business Coach mit, aber aus einer Perspektive der Quantenphysik und nicht aus einer Perspektive der strategischen Marketings und so weiter und so fort, sondern all das vor dem Hintergrund, was wir jetzt wissen. Deswegen habe ich alles aufgegeben, meine ganzen Klienten, die ich noch hatte im Hardcore Business Consulting. Ich habe aufgehört damit, weil es für mich nicht mehr stimmt, weil wir heute leicht und anders Business machen, Job machen, unseren Lebensunterhalt verdienen können. Wenn wir wissen, wer wir sind, wenn wir ganz klar die Gesetze des Universums, der Quantenphysik oder des vereinheitlichen Feldes verstehen, was auch immer, wie du es nennen möchtest, es geht nach anderen Regeln. Es funktioniert nicht mehr so wie früher. Und dieses ganze Know-how gehört angepasst. Und da bin ich dabei, da bin ich number one, das anzupassen. Und es ist so, so, so großartig, was alles möglich ist, glaub mir. Und jetzt wollt ihr sicher noch den Preis wissen. Ich habe mal ausgerechnet, was es kosten sollte. Es sollte eigentlich mit all dem, was ich da reingepackt habe, müsste das den einzelnen Coaching-Sessions, 1-zu-1-Coaching, 24 Gruppen-Coachings, so müsste das 14.500 Euro kosten. Ich habe mich aber für einen Preis entschieden, das sind 8.900 Euro bis zum 11.11. Und ab dem 12.11. wären es dann 9.900 Euro. Also es lohnt sich, sich früh zu entscheiden. Es ist ein Investment und es ist mir wichtig, dass es ein Investment ist, weil ich gebe wahnsinnig viel da rein, ich gebe alles da rein. Das ist das einzige Programm, was ich laufen lassen werde für diese 3 Monate, also Dezember, Januar, Februar. Ich mache dann auch keine 1-zu-1-Coachings mehr. Ich habe jetzt auch extra keine mehr angenommen. Und weil das ist, wonach mein Herz schreit, weil ich umsetzen will. Umsetzen, umsetzen, umsetzen. Und es sind so grandiose Ergebnisse in meinen 1-zu-1-Coachings gekommen. Aber ich möchte jetzt noch mehr da sein und nochmal einen Schritt weiterbringen. Euch Coaches, dass es euch leichter fällt, nochmal mehr da zu sein, mehr umzusetzen. Genau. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir. Was wollte ich noch sagen? Irgendwas ganz Wichtiges wollte ich noch sagen. Ja, genau. Und zwar für die, die sich rechtzeitig anmelden, fängt es schon als Bonus am 25.11. an. Und ihr könnt euch auf jeden Fall noch bis Anfang Dezember, bis 1. Dezember, ihr könnt euch auch später noch, ihr könnt immer noch nacharbeiten, aber für die, die sich rechtzeitig anmelden, fangen wir am 25.11. an. Es gibt dann eine Woche extra Coachings. Ich hole dich extra ab, wenn du dann dabei bist. Und am Ende dieser 3 Monate soll stehen für dich eine Wiedergeburt, ein neuer Anfang. Alles Alte soll hinter dir gelassen sein. Und das heißt nicht, dass du dich von deinen Liebsten und Lieben verabschieden musst. Aber es heißt, dass du vorgehst, dass du Vorturner bist, dass du dich in die erste Reihe stellst, dass du führst in ein freies, leichtes, unbeschwertes Leben und dass du Zeugnis dafür gibst, dass das Leben anders funktioniert, als wir bis anhin geglaubt haben. Um das geht's. Und wie gesagt, wenn du noch Fragen hast oder noch genaueres, werde ich alles aufschreiben. Ich habe hier so meine Zettel, weil auch wie meine Coachings größtenteils ist eben alles abgefragt, rausgeholt. Ich frage immer, wie soll ich es machen? Und dann frage ich mich, wie will ich es haben? Das sind immer so meine Hauptfragen. Und dann
habe ich mir abgewöhnt zu fragen, wer will das, wird es ein Erfolg und so weiter, sondern ich sage, so will ich es haben, so fühlt es sich gut und richtig an, da will ich mich einbringen und das ist meins und das ist jetzt meins, das ist mein neues Baby, das ist I Rock My World, Academy und Mastermind, weil es eben wirklich, dieses Masterminding ist so großartig in der Gruppe. Das ist mein Programm für die nächsten 3 Monate. 1.12. geht's los. Und es wird sich auf jeden Fall lohnen. Was kannst du machen, wenn ich mich angemeldet habe? Wenn es dir nicht gefällt nach einem Monat, dann rede mit mir, sag mir Bescheid. Wir werden eine Lösung finden. 2 Monate Widerspruchsrecht hast du sowieso. Gibt es Teilzahlung? Nein, mache ich nicht mehr. Weil ich mich tatsächlich auf das konzentrieren will, was ich hier verspreche und wofür ich da bin und wofür ich stehe. Weitere Fragen, fragt sie mich und ich hoffe, ihr traut euch, euch zu melden, wenn es für euch ist. Es ist einfach alles zusammengepackt für euch in 3 Monate. Alles, was ich mir, puh, was soll ich sagen, in 5 bis 10 Jahren mühsam vorwärts, rückwärts, seitwärts klar gemacht habe, gelernt habe, umgesetzt habe, kriegst du geballt von mir und musst keine Umwege mehr machen. Also ich wäre froh gewesen, ich hätte es gehabt damals und zwar so komplex aus so vielen Seiten und Perspektiven. Und es geht nicht um Business, es geht nicht um Mindset, es geht nicht um Meditation, es geht um dich und es geht darum, dass du aus den riesengroßen Tools, die wir hier zur Verfügung haben, die für dich rausfindest, die für dich stimmen, die umsetzt und dich so weiter coacht bis ans Ende deiner Tage, weil es hört nie auf und wenn du bei deiner Vision angekommen bist, hast du schon längst eine nächste Vision deiner Zukunft. Und das ist auch großartig so. Also ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderbaren Sonntag. Und wie gesagt, ich freue mich riesig drauf. Ich werde noch weitere Infos geben und das ist mein Baby. Also, bis dann. Tschüss.